So good morning, and want to offer some instructions for practice for today. Guten Morgen. Ich möchte einige Anleitungen für die heutige Praxis anbieten. So we've been going through the foundations of mindfulness. Ihr seid durch die Grundlagen der Achtsamkeit gegangen. Foundations of the body, feeling tones, states of mind. Die Grundlage des Körpers, der Gefühlsfärbungen, der Geisteszustände. And we're learning that wherever we bring our attention to, it passes. Und wir lernen, dass worauf immer wir auch unsere Aufmerksamkeit richten, es vergeht. Vipassana insight meditation is a practice of seeing things as they truly are. Die Praxis des Vipassana, der Einsichtsmeditation, besteht darin, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. In Pali, the V means extraordinary. Auf Pali bedeutet das Vi aus Vipassana außergewöhnlich. And Passana means seeing. Und Passana bedeutet sehen. Extraordinary seeing. Also außergewöhnliches Sehen. Or perhaps rendered more simply as insight. Oder wenn wir es vereinfachen wollen, können wir es auch Einsicht nennen. Beginning to see things as they are. Wir beginnen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. So as we've been bringing our attention to the body and its senses. Während wir also unsere Aufmerksamkeit auf den Körper und auf die Sinnesempfindungen richten. To the feeling tones that occupy every experience, that are pleasant, unpleasant or neutral. Und auch auf die Gefühlsfärbungen, die alle Erfahrungen begleiten, ob sie angenehm, unangenehm oder neutral sind. Into the different states of mind, of thoughts and emotions that are ever changing. Und wir haben auch unsere Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Geisteszustände, die Gedanken und Emotionen gerichtet, die sich stetig verändern. It was this deep understanding of the nature of change. Und uns erschließt sich dieses tiefes Verstehen über die Natur des Wandels. Deep understanding of the nature of suffering. Die Natur des Leidens. Deep understanding of the incontrollability of life. Und ein ebenso tiefes Verstehen erschließt sich uns über die Unkontrollierbarkeit des Lebens. That gave rise to tremendous realizations within the Buddha. Und dem Buddha brachten diese Erlebnisse unglaubliche Erkenntnisse. Realizations of suffering, its causes in the path to great freedom. Und zwar die Erkenntnis über das Leiden, die Ursachen des Leidens und den Weg in die Freiheit. In today's practice, we're going to bring the practice in a more fluid way. In der Praxis des heutigen Tages werden wir auf fließendere Art und Weise praktizieren. We've been building these days together both our concentration and our awareness. Und wir haben die vergangenen Tage daran gearbeitet, unsere Konzentration und unser Gewahrsein aufzubauen. Through the repetition of bringing the mind back when it wanders, there's a sense of perhaps a little bit more of the steadying of the mind and body. Dadurch, dass wir wiederholt den Geist immer wieder zurückgebracht haben, wenn er abgewandert ist, gibt es jetzt vielleicht ein wenig mehr Gesetztsein des Körpers und Geistes, mehr Gesammeltsein. And when I say the word steady, I'm speaking about that we're developing our focus, our ability to sustain our awareness on the object that we're bringing attention to for a little bit longer time. Und mit diesem Wort gesetzt sein meine ich, dass wir unsere Bewusstheit
kultiviert haben und nun in der Lage sind, diese Aufmerksamkeit etwas länger auf dem Objekt zu lassen, auf das wir uns fokussieren. And we're cultivating this sustained attention with the body, the breath, and other senses. Und diese Art des fokussierten Gewahrseins kultivieren wir auch auf den Körper ausgerichtet, auf die verschiedenen Empfindungen und die Sinneserfahrungen. In sustained attention, focusing on feeling tones. Und ebenso haben wir diese ausgerichtete Aufmerksamkeit entwickelt, bezogen auf die Gefühlsfärbungen. Then the varied states of mind, of thoughts and emotions. Und ebenso auf die unterschiedlichen Geisteszustände, Gedanken, Emotionen. And so if you're feeling that your ability to sustain, to be present is growing, und wenn du den Eindruck hast, dass deine Fähigkeit, ausgerichtet und gegenwärtig zu sein, in dir anwächst, then you're welcome to just open up awareness to just be present to whatever is here from one moment into the next. Dann ist die Einladung für den heutigen Tag, dass du dein Gewahrsein weiter werden lassen kannst, offener werden lassen kannst, bezogen auf all das, was sich zeigt. This particular practice is called, it has a few different names. One is called choiceless awareness. Und diese Praxis hat einige unterschiedliche Namen. Eine Beschreibung könnte sein, ein Gewahrsein, was keine feste Entscheidung vorher trifft, keine Wahl. Or present moment awareness. Oder ein Gewahrsein über den gegenwärtigen Moment. Or open awareness. Oder auch offenes Gewahrsein. All of these names are pointing to be present to whatever is prominent, indistinct, from one moment into the next. Und all diese Namen deuten auf die Praxis hin, in der du einfach dir der Dinge gewahr bist, die im jeweiligen Moment in den Vordergrund deiner Aufmerksamkeit treten, von Moment zu Moment. And so as we know, the mind and the body is a dynamic organism. Wir wissen ja, dass Körper und Geist einen dynamischen Organismus bilden. Our senses are wired to its various stimuli and of course our mind to thoughts and emotions. Unsere Sinnestore sind verbunden mit den verschiedenen Reizen, die wir empfangen. Und unser und natürlich auch mit unserem Geist und mit den Gedanken und den Emotionen. And even though it looks on the outside that not much is going on, we're just sitting here very still. Und auch wenn es von außen so aussieht, als würde nicht viel geschehen, wir sitzen hier einfach nur recht reglos. It's hardly still inside ourselves. Und still und aber in uns drin ist es kaum reglos und still. Again, our senses are wired to its stimuli, the sights, the sounds, the smells, the tastes, the touches. Unsere Sinnestore sind verbunden mit diesen Reizen, die sie empfangen. Da sind Geräusche, da sind visuelle Eindrücke, Gerüche, Geschmack, Berührung. And our mind, of course, is wired to thoughts and emotions. Und unser Gehirn ist verbunden mit Gedanken und Emotionen. Human beings are dynamic organisms. Even in the stillness, lots is happening within. Wir Menschen sind dynamische Organismen. Selbst in der Stille geschieht sehr viel in uns drin. Lots is happening within, lots is happening out here. Viel geschieht in uns und viel geschieht um uns herum im Außen. And so our practice is to be present and to be aware of whatever is prominent and distinct from one moment until the next. Und unsere Praxis besteht nun darin, aufmerksam gegenwärtig mit dem zu sein, was immer sich in den Vordergrund bringt und gut für uns spürbar wird, erkennbar wird, von Moment zu Moment. The word prominent is a very helpful aid in this practice. Und wichtig ist dabei, dass wir mit den Dingen sind, die vordergründig sind. Going with what's prominent. Und dass du dem folgst. For example, that
heater just turned on and was making a louder sound. It grabbed my attention. Beispielsweise diese Lüftung ist gerade angegangen und hat sehr viel Geräusch von sich gegeben und meine Aufmerksamkeit ist dahin gewandert. So in those moments being mindful of hearing. In dem Moment bin ich jetzt achtsam auf das Hören. The hearing seemed to go more into the background, and all of a sudden I'm feeling a little itch on the side of my nose. That comes into the foreground. This is the object itching. Und jetzt geht das Geräusch, das Hören tritt wieder in den Hintergrund und plötzlich spüre ich ein Jucken in meinem Gesicht und das tritt in den Vordergrund. Jetzt bin ich mit der Empfindung des Juckens. Next few moments there's a sensation in my right knee that's calling attention. Und im nächsten Moment spüre ich eine Empfindung in meinem rechten Knie und das zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Now I'm feeling the tongue on the top, the inside of my mouth. Und jetzt spüre ich die Zunge an meinem Gaumen. Thinking breakfast tasted good. Und nun denke ich, das Frühstück hat gut geschmeckt. I wonder what there'll be for lunch. Und ich frage mich, was es wohl zum Mittagessen gibt. I miss my wife. Mir fehlt meine Frau. I miss my dog. Mir fehlt mein Hund. I wonder if I have enough clothes to make it through without washing them before I leave. Ich frage mich, ob ich noch genug Kleidung habe, dass ich nicht noch mal waschen muss, bevor ich abfahre. Oh, I love meditation. Ah, ich liebe Meditation. When is the bell gonna ring? Wann wird's wohl vorbei sein? Wann werden wohl die Zimbeln klingeln? Lots going on under the hood. Geht sehr viel ab unter der Haube. Sound familiar? Klingt es bekannt? Formations coming and going, rising and falling. Diese ganzen Formationen entstehen und vergehen. Just like sitting by a stream and just bringing awareness to all that is coming downstream. So wie als wenn du am Ufer eines Flusses sitzt und deine Aufmerksamkeit auf all das richtest, was vorbeigespült wird. Sitting in the now and being aware of whatever is unfolding from one moment into the next that is prominent and distinct. Wir sitzen im Jetzt und bringen unsere Aufmerksamkeit, unser Gewahrsein, richten wir auf die Dinge, die in den Vordergrund treten, von einem Moment zum nächsten. As it comes and goes. Und achten auf ihr Entstehen und ihr Vergehen. And again, that going with what's prominent is helpful. Und wirklich dem folgen, was für dich in den Vordergrund tritt, ist hilfreich. If we try to take in too many things at once, confusion will arise. Wenn wir versuchen, zu viele Dinge auf einmal aufzunehmen, dann verwirrt uns das. And it's always helpful to know that if once you become aware that you've got confused or lost and you don't know where to bring your attention to, this is the signal to come back to one object, such as the breath. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass in dem Moment, wo du merkst, du kommst durcheinander, du fühlst dich verloren, du weißt nicht, worauf du deine Aufmerksamkeit jetzt richten sollst, dann ist das für dich der Hinweis, das Signal, dass es an der Zeit ist, zu einem Objekt zurückzukommen. You're welcome just to stay with the breath of that one object for a while to steady, and then if it feels right, just to open up again to whatever is here. Beispielsweise der Atem oder ein anderes Meditationsobjekt für dich. Und dann kannst du mit diesem Objekt bleiben, bis du den Eindruck hast, du hast dich jetzt wieder ein bisschen gefestigt und dann kannst du dich wieder öffnen und mit dem sein, was immer sich zeigt. Giving space to whatever is present that's prominent and distinct as it comes and goes. Und dann gibst du Raum für die Dinge, die in den Vordergrund treten und die gut spürbar sind für dich und spürst, wie sie kommen und gehen. Perhaps our awareness can be like the sky that is made of air. Vielleicht kann unser Gewahrsein werden wie der Himmel, der aus Luft besteht. And no matter what type of weather systems come into the sky just gives space and lets the systems be.
Und was immer auch für Wetter über den Himmel zieht, der Himmel gibt ihm einfach Raum und lässt es geschehen. These weather systems come and go. Und dieses unterschiedliche Wetter entsteht und vergeht, zieht wieder vorüber. So just giving space to whatever is here. Und so können auch wir einfach Raum geben, all dem, was sich zeigt im Hier. Grasping at nothing. Nach nichts greifend. Resisting nothing. Und nichts ablehnend. Inviting in these qualities of letting be. Diese Qualitäten, diese Eigenschaften einladen, des Geschehenlassens, des Seinlassens. Letting things run their own course. Und zulassen, dass die Dinge sich entfalten, wie sie sich entfalten wollen. Allow. Zulassen. So just easy does it, just being present to whatever is here. Dann lass es leicht angehen und sei einfach präsent mit dem, was immer hier ist. As it comes and goes. Und seinem Kommen und Gehen.